4. August 2018, 17.42 Uhr, Samuel Eto'o und Konya Spoor haben sich darauf verständigt, den bis 2020 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Der kamerunische Fußballstar Samuel Eto'o verlässt seinen Club Konya Spoor in der Türkei. Wie der türkische Erstligist mitteilte, hatten beide Seiten sich darauf verständigt, den bis 2020 laufenden Vertrag aufzulösen. Der heute 37-jährige Torjäger war erst im Januar vom Liga-Rivalen Antalyaspor zum Abstiegskandidaten nach Konya gewechselt. Mit 6 Treffern in 14 Spielen trug er zum Klassenerhalt bei. Nach Informationen des britischen Senders BBC könnte es Eto'o nach Frankreich in die Liga 1 oder zurück nach Spanien in die Primera Division ziehen. Beim FC Barcelona hatte er von 2004 bis 2009 seine erfolgreichste Zeit gehabt. Mit Barca 2006 und 2009 und später mit Inter Mailand 2010 gewann Eto'o dreimal die Champions League. Punkt. Nach seinem Weggang aus Barcelona spielte er bei verschiedenen Vereinen in Italien, Russland, England und der Türkei.